Also ich glaube schon, dass die meisten, wenn sie in sich hineinhören, schon spüren, was sie gern möchten. Das zumindest zu irgendeinem Zeitpunkt mal gemacht haben, aber so dieses Gefühl nicht ernst genug genommen haben und dann zu rational überlegt haben, kann ich das machen oder nicht? Und meistens ist dann ein Nein rausgekommen. Man hat dann dieses Gefühl in Frage gestellt und nicht ernst genommen und dann irgendeinen anderen Weg eingeschlagen. Aber so dieses Gefühl, das kommt ja immer wieder. Und man kann es immer wieder unterdrücken, aber so wie ein Luftballon, ja, den man unter Wasser hält, auch immer hoch will, so kommen auch diese Wünsche und Träume immer wieder hoch. Und man kann das auch ein Leben lang unterdrücken, dann wird man halt nicht besonders glücklich sein. Aber es gibt halt einige zum Glück, die dann doch irgendwann mal sagen, eigentlich ist es doch das, was zu mir passt, was ich gern mache, und jetzt riskiere ich es einfach und versuche das umzusetzen. Und ich glaube, solche Leute, die etwas aus Leidenschaft und Überzeugung machen, die müssen nicht gleich von 0 auf 100, sondern für die ist der Weg schon das Ziel. Da braucht man auch nicht gleich finanziell erfolgreich sein, sondern auch diese Etappenziele fühlen sich dann gut an. Da will man auch gar nie wirklich ankommen, man kommt auch nie an, weil bevor man das große Ziel erreicht, da gibt es schon wieder das nächste. Also Menschen, die etwas aus Enthusiasmus und Leidenschaft machen, für die ist der Weg bereits das Ziel.